Vanya, Hector und Aurea waren auf dem großen Fluss unterwegs. Sie hörten nichts von den Gesprächen des Fremden auf dem Hügel. Aber sie hatten ihn gesehen und überlegten nun, wer das wohl sein könnte. Aurea vermutete Piraten, aber Hector war ganz anderer Ansicht. Ach was, Piraten winken einem nicht zu. Schaut doch, die Gestalt winkt. Oh, also ihr meint den Schemen da hinten? Oh ja, er winkt, wie freundlich. Hallo, Aves zum Gruße. Lass das, Hector. Du weißt doch gar nicht, was diese Person will. Na, sie winkt uns freundlich. Also sollte man sich auch freundlich zurückverhalten. Hier muss ein Dorf oder so in der Nähe sein. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Ich meine, der Herr von Elzenberger hat ziemlich deutlich gemacht, dass er uns nicht dabei haben will. Hat er das? Ich finde, seit der Sache im Lager verhält er sich zwar immer noch etwas distanziert, aber immerhin lächelt er, wenn er uns sieht. Ah, schau, da ist er. Die Zwölfe zum Gruße. Na, was tut ihr hier? Hat Kunia euch aus den Fesseln gelassen? Hat Melinka ihn von der Leine gelassen? Wir genießen die Mittagssonne und haben ein Dörflein entdeckt. Da drüben, auf dem... Oh, jetzt ist er weg. Ein Dörfler? Eigenartig. Hier in der Gegend gibt es, soweit ich weiß, gar keine Dörfer. Der Kapitän hat mir erzählt, dass dieses Waldstück, an dem wir hier vorbeifahren, verflucht sei. Deswegen gibt es hier auch keinen Anleger. Verflucht? Was meint ihr damit? Ich weiß nicht. Der Kapitän sprach von Hexen, die im Wald umherstreifen und Reisende verführen. Und Minko hat gestern, bevor die Sache mit den Piraten begann, ein Lied über Druiden gesungen, die in diesem Wald leben sollen und Menschen in Bäume verwandeln. Menschen in Bäume verwandeln? Was für ein Blödsinn. Ich meine, Minko hat gestern wirklich viele Gruselgeschichten und Lieder gesungen. Das sind doch nur Geschichten, oder? Man weiß ja nie. Patras hat auch einmal davon erzählt, dass es Hexen wirklich gibt. Er hat sogar mal eine getroffen, sagt er. Aber wenn ich mehr wissen wollte, hat er immer nur gelächelt und gesagt, dass es keine Geschichten für mich seien. Patras und eine Hexe? Schwer vorstellbar. Ich würde schon gern wissen, was es damit auf sich hat. Also mit der Gestalt am Ufer, nicht unbedingt mit den Hexen. Denn das war ja ein Mann, der da stand. Da bin ich mir sicher. Und wenn er Hilfe braucht? Dann hätte er sicher nicht so freundlich gewunken, sondern gerufen. Wenn ihr wollt, Fräulein Pottbrauer, dann frage ich den Kapitän, ob wir eben eine kurze Rast machen können. Dann haben wir Gelegenheit, uns den Hügel anzusehen. Was meint ihr? Das, fände ich sehr gut. Ein Abenteuer. Und so überzeugten Aurea und Leovin den Kapitän mit knappen Worten, die Miros treu ans Ufer zu steuern und anzulegen. Die drei Freunde gingen mit dem Ritter von Bord und wandten sich zurück, um nach dem Hügel mit dem alten Baum zu sehen, unter dem die Gestalt gestanden hatte. Nach ein paar Minuten Fußmarsch gelangten sie tatsächlich an den Hügel, der sich als kleiner Berg empuppte und ihnen einen Aufstieg unangenehmer machte als gedacht. Hector tat sich besonders schwer wegen seiner Verletzung, aber Vanya half ihm, und als sie oben angekommen waren, war niemand zu sehen. Ich bin oben. Oh, das war schwerer als gedacht. Oh, was für ein Ausblick. Komm schon, Hector. Gleich bist du oben. Nimm meine Hand. Au, Rock! Puh. Siehst du? Keiner hier. Keine Hexen, Hector. Das wäre auch sehr gruselig gewesen. Stellt euch vor, sie hätten hier auf uns gewartet mit ihren Besen, Kesseln und bösen Zaubersprüchen. In den Märchen heißt es ja außerdem, Hexen würden Kinder fressen. Das wäre wirklich gruselig. Aber du bist ja kein Kind mehr, oder? Schaut mal hier. Fußspuren. Lass mal sehen. Tatsächlich, Stiefelspuren.
Hier hat jemand gestanden. Ihr habt euch also nicht getäuscht. Gute Augen, Fräulein Pottbrauer. Danke. Seht, hier ist noch was. Gute Augen, Fräulein Pottbrauer. Er lenkt nur davon ab, wie er uns gestern noch behandelt hat. Ach, lass ihn doch, Vanya. Sieh mal, wie glücklich Aurea ist. Sie scheint ganz in ihrem Element zu sein. Hier war ein Tier oder so. Seht ihr das? Ah, das hätte ich beinahe übersehen. Ihr habt recht. 4 Pfotenabdrücke mit Krallen. Und? Und was? Na da, der Schwanzabdruck. Das Tier muss einen langen Schwanz gehabt haben. Was kann das nur gewesen sein? Nicht größer als ein Hase mit Krallen und einem langen Schwanz. Eine Katze vielleicht? Hexen sollen ja immer mit Katzen reisen. Jetzt hör aber mal auf mit den Hexen, Hector. Hier sind keine Hexen. Haha, man kann nie wissen. Was meint ihr, Fräulein Pottbrauer? Nein, eine Katze war das nicht. Die würde doch keine Schwanzspuren hinterlassen. Es muss ein eher niedrig auf dem Boden laufendes Tier sein. Merkwürdig. Schaut mal hier. Es scheint so, als ob das Tier dem Mann gefolgt ist und hier unten hören die Spuren auf. Was heißt, sie hören auf? Na, sie gehen nicht weiter. Die Hexe ist weggeflogen. Ich wusste es. Lasst uns lieber zurückgehen. Hector! Keine Sorge, Bruder Hector. Hier ist niemand mehr. Wer auch immer hier gewesen ist und was auch immer er hier wollte. Er ist fort. Naja, was haltet ihr davon, wenn wir schon mal hier sind, uns oben unter den Baum zu setzen und uns ein wenig auszuruhen? Ich zünde mir eine Pfeife an und ihr erzählt mir etwas von euch. Warum nicht? Die Spuren gehen ja nicht weiter. Schade eigentlich. Aber von hier oben hat man wirklich einen schönen Ausblick über den Fluss. Setzt euch. Also, ihr drei. Warum seid ihr mir nachgelaufen? Nur weil ihr dachtet, ich suche einen Knappen? Die Ereignisse gestern sollten euch gezeigt haben, dass es gefährlich ist. Ja, tierisch gefährlich. Fast so wie Rast machen unter einem Hexenbaum. Was habt ihr nun vor? Wir werden wohl einfach bis Almhus auf dem Schiff bleiben und von dort eine Möglichkeit für den Heimweg suchen. Heimweg? Ja, Heimweg. Du hast richtig gehört. Mir ist letzte Nacht klar geworden, dass ich dumm und egoistisch gehandelt habe, als ich euch erlaubt habe, mich zu begleiten. Ich habe nicht gedacht, dass die Welt so gefährlich ist und das hätte Hector fast das Leben gekostet. Und der Gedanke, was dir hätte zustoßen können, ich mag gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist ein zu hoher Preis für meine Freiheit. Wir haben doch alle nur Geschichten vernommen. Keiner von uns wusste wirklich, wie gefährlich es werden würde. Die Welt dort draußen ist eben nicht das behütete Erlenruh. Wir haben uns gegenseitig beigestanden und das Leben gerettet. Ja, Aurea, es war gefährlich. Aber wir sind dir gefolgt, weil wir es wollten. Wir haben uns etwas versprochen. Und dazu stehe ich noch immer. Gemeinsam sind wir stark und können alles überwinden. Ich gehe nicht zurück. Was ist denn bloß los mit dir, Aurea? Hector hat ausnahmsweise mal recht. Wir haben uns ein Versprechen gegeben. Mehr als das. Und bei dem ersten Hindernis, das uns die Götter vor die Füße werfen, knickst du ein? Ist das die berühmte Standhaftigkeit der Zwerge? Dass ich nicht lache. Du wolltest Freiheit, Hector hat seine Prüfung und ich habe ein Ziel. Du kannst nicht über unsere Wege bestimmen, dann bist du nicht besser als deine Eltern. Na, das sind aber harte Worte, Fräulein Vanya. Ihr alle drei habt gestern Nacht bewiesen, dass ihr standhaft seid. Und vor allem, dass ihr zusammenhaltet und füreinander einsteht. Ich glaube nicht, dass Aurea über eure Wege bestimmen möchte, aber es scheint so, als würde sie sich dafür verantwortlich fühlen, dass ihr diese Reise angetreten habt. Und wenn man bedenkt, dass ihr beide in der vergangenen Nacht fürchten musstet, einen Freund zu verlieren, es scheint mir ganz so, als hättet ihr das Dorf nicht nur verlassen, damit Aurea meine Knappin werden kann. Habe ich damit recht? Ja, Herr von Elsenberge. Es hat sich gut gefügt, dass ihr nach Erlenruh gekommen seid. Aber die Absicht zu gehen
stand für mich schon vorher fest. Das klingt nach einer spannenden Geschichte, die ihr zur Abwechslung mal mir erzählen könnt. Hier oben hört uns keiner sonst zu und ich habe ein offenes Ohr. Wie wär's, wenn ihr mir ein wenig mehr von euch erzählt? Also, was war los? Nur unter einer Bedingung, Herr von Elsternberge. Sie haben mehr als deutlich gemacht, dass Sie sich nicht für uns verantwortlich fühlen und keinerlei Interesse an unserem Werdegang haben. Wenn Sie noch einmal über Aureas Knappenstand nachdenken, können wir beginnen, uns kennenzulernen. Andernfalls sehe ich nicht, was Sie unsere Beweggründe angehen würden. Denn der Letzte, dem wir eine Erklärung nach so einer Abfuhr schuldig sind, sind Sie. Vielleicht sollten wir uns alle erstmal etwas beruhigen. Der Herr von Elsternberge hatte gute Absichten, indem er uns vorzuschicken gedachte. Wir sollten geschützt werden, da keiner von uns wusste, wie es in der Welt außerhalb unseres Dorfes wirklich zugeht, und damit hatte er mehr als recht. Vanya, sei bitte nicht sauer auf Aurea. Sie macht sich Vorwürfe, aber das braucht sich keiner von uns machen. Es war gefährlich und es war eine lehrreiche Lektion. Ich glaube, wir hatten einen denkbar schlechten Anfang, da jeder von uns etwas anderes dachte. Wir drei hielten uns für bereit und ihr uns für Kinder, Herr von Elsternberge. Wir dachten, ein Ritter sei ohne den geringsten Fehl, aber auch ihr entspricht nicht dem klassischen Bild des Ritters. Dies kann uns aber helfen, denn damit besitzt ihr einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit und wir können neu beginnen. Denn nun sind wir bereit, mein Herr. Jeder von uns ist das und ich werde diesen Weg weitergehen. Wie die Herrin Travia es uns lehrt. Gemeinsam. Bist du dir wirklich ganz sicher, Hector? Egal, was noch passieren wird? Und du auch, Vanya? Ich könnte es mir einfach nie verzeihen, wenn ich einen von euch verlieren würde. Ihr seid doch meine einzigen Freunde. Ich gehe nicht zurück, Aurea. Nicht bevor... Ist jetzt auch egal. Also, Herr von Elsternberge, werdet ihr darüber nachdenken, Aurea eine Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen? Hör mir zu, Vanya. Ich glaube, da gibt es etwas, dessen du dir nicht ganz bewusst bist. Die Aufnahme in den Knappenstand ist eine ernsthafte Verpflichtung für beide Seiten und sie bindet einen auf viele Jahre eng zusammen. Diese Entscheidung sollte man nicht leichtfertig treffen und vor allem sollte sie einem nicht aufgezwungen werden. Ich bin ohne Knappen unterwegs, weil er mich mehr belasten würde, als mir Hilfe zu sein. So trage ich lediglich die Verantwortung für mein eigenes Leben. Aber Aurea hat mich gerettet und dafür bin ich ihr und damit auch euch etwas schuldig. Ich schlage euch vor, dass wir eine Zeit lang gemeinsam reisen. Währenddessen darf mir Aurea gerne zeigen, was in ihr steckt und ihr ebenfalls. Immerhin weiß ich jetzt schon mal, dass sie eine wirklich hervorragende Spurenleserin ist. Wirklich beeindruckend. Später werden wir schauen, dass wir einen Ort finden können, an dem eure Gaben gebraucht und geschätzt werden. Seid ihr damit einverstanden? Nach Leowins Ansprache entstand eine merkwürdige Pause, während Hector und Aurea Blicke zwischen Vanya und dem Ritter tauschten. Vanya wirkte wie ein angriffslustiger Hofhund, und Hector trat bereits einen Schritt auf sie zu, um sie zu beruhigen, als die ihren Ärger sichtbar abschüttelte und tief seufzte. Wir werden darüber beraten. Aber ich schätze, das ist ein gutes Angebot. Ich denke auch, dass das ein faires Angebot ist. Wenn wir dieses Gespräch vertiefen wollen, sollten wir uns aber vielleicht auf den Rückweg machen. Ja, aber ohne mich. Ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Könnt ihr bitte dem Captain sagen, dass ich nachkomme und er auf mich warten soll? Ich brauche auch nicht lange. Du willst hier allein auf dem Hexenhügel bleiben? Dann bleibe ich auch hier. Hector, bitte. Es gibt hier keine Hexen. Ich muss mal kurz ein paar Minuten für mich sein. Verstehst du das? Ich passe auf mich auf, versprochen. Geht vor, ich bin eh schneller als ihr. Das dürre Mädchen fasste Hectors Gesicht zwischen ihre Hände. Dieser Ort fühlte sich merkwürdig an.
Ein bisschen wie die Lichtung in Erlenruh. Vanya fühlte sich hier geborgen. Sie war sich sicher, dass ihr hier niemand etwas tun würde. Hector verlor sich ein wenig im ungewohnt sanften Blick Vanyas, als sie ihn losließ. Bitte. Okay. Gut. Mach nicht so lange, ja? Ich mach mir wirklich Sorgen. Ich glaube, sie schafft das schon. Kommt, Bruder Hector, Aurea und ich helfen dir beim Abstieg. Die Luft hier oben auf dem Hügel war kaum kühler als unten auf dem Schiff. Vanya fröstelte trotzdem und zog das grüne Schultertuch enger um sich. Sie vergewisserte sich, dass die drei sicher den Abstieg geschafft hatten und setzte sich dann noch einmal auf eine der dicken Wurzeln des Baumes. Sie atmete tief ein. Dieser Ort war besonders. Sie schloss die Augen und fühlte, wie gut es ihr tat, die frische Luft zu atmen und einfach mal allein zu sein, um den eigenen Gedanken nachgehen zu können. Aus irgendeinem Grund erinnerte sie dieser Platz hier unten an den Baum zu Hause. Seit dem Angriff der Flusspiraten erwischte sie sich dabei, wie sie versuchte, sich an Dingen festzuhalten, die sie von zu Hause mitgebracht hatte oder die ihr das Gefühl von zu Hause vermittelten. Auch wenn sie es niemals vor den anderen hätte zugeben wollen, der Angriff hatte sie mehr erschüttert, als sie zugeben wollte. Ständig spukte der wirre Traum in ihren Gedanken herum. Vor allem das Bild ihrer Großmutter mit den schreckgeweiteten Augen und ohne Mund brachte sie selbst tagsüber aus der Fassung. So, dass sie oft mit ihrer eigenen Selbstbeherrschung rang. Es ärgerte sie, dass sie sich von einem dummen Albtraum so aus dem Konzept bringen ließ. Aber das war nicht alles. Seit der ekelhafte Pirat sie gepackt hatte, versuchte sie auch den männlichen Matrosen so gut es ging auszuweichen. Aber Kunia hatte sie irgendwann aus der Küche geworfen, weil es nichts mehr zu tun gab. Sie hatte das Gefühl, dass die kleinen Schweinsaugen des Flusspiraten sich ständig von hinten beobachteten. Und manchmal könnte sie schwören, dass sie immer noch seine Hände auf ihrem Körper fühlte. Jetzt reiß dich endlich zusammen. Wütend knallte sie beide Handflächen auf den Boden und vergrub ihre Finger tief im lockeren Erdreich. Sie hasste nichts mehr, als sich klein und wehrlos zu fühlen. Und für genau dieses Gefühl hatte dieser Dreckskerl gesorgt. Wenn sie nur daran dachte, wünschte sie sich, ihm die Augen auskratzen zu können. Und dann war da noch die Sache mit Hector. Tatsächlich hatte sie erst am Tag danach, als sie sich schon längst wieder auf dem Wasser befunden hatten, die Erkenntnis eingeholt, dass Hector einfach hätte sterben können. Wie ein Schlag in den Magen war dieser Gedanke über sie hereingebrochen und hatte sie sich nach Luft schnappend in ihrer Koje einrollen lassen. Und sie war so irrsinnig und stolz gewesen, auch noch Hilfe abzuweisen. Wie dumm konnte man nur sein? Sie und ihr verfluchter Stolz. Irgendwann würde sie dieser noch das Leben kosten. Oder, noch viel schlimmer, das Leben ihrer Freunde. Die Götter würden nicht immer auf ihrer Seite sein. Aber da waren wieder diese zwei Krähen in ihrer Brust. Sie wollte nicht schwach sein. Und wer sich auf andere verließ, der war dumm. Das hatte der Tod ihrer Eltern ihr schmerzlich vor Augen geführt. Aurea und Hector waren die einzige Ausnahme. Immer noch aufgebracht kniff Vanya die Lippen zusammen und atmete scharf ein und aus, ehe sie leise vor sich hin murmelte. Wegen eines so unglücklichen Zwischenfalls lässt du dich so gehen? Wie alt bist du, Vanya? 8? Du musst dich endlich wieder zusammenreißen. Die Mannschaft ist jetzt viel vorsichtiger als vorher. Und bald sind wir auch nicht mehr auf diesem elendigen Fluss. Wenn du jetzt aufgibst, schleift Aurea dich zurück nach Erlenruh. Also komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Ihre Hände hatten sich noch tiefer in den weichen Erdboden gegraben, während sie ihren unguten Gedanken nachgegangen war. Irgendetwas war hier im Boden.
Sie konnte das Kribbeln auf ihrer Hand spüren. Sie grub ihre Finger tiefer unter das Wurzelwerk des alten Baums und tatsächlich, da war etwas. Erstaunt zog sie eine silbrig glänzende Kette unter den Wurzeln hervor. Früher hatte an ihr wohl mal ein Stein oder etwas Ähnliches gehangen. Jetzt war davon allerdings nur noch die Fassung übrig geblieben. Der Stein selbst war herausgebrochen worden. Oh, eigenartig. Was hast du denn unter einer Wurzel verloren? Ob dich jemand verloren hat? Sie betrachtete die Kette einige lange Augenblicke, drehte und wendete die leere Fassung zwischen den Fingern, seufzte dann noch einmal tief durch und ruckte dann hoch. Das Schiff würde nicht ewig auf sie warten. Sie steckte die Kette in ihre Tasche und blickte noch einmal über den Fluss. Unten konnte sie ihre Gefährten erkennen, die das Schiff schon erreicht hatten. Ihre Augen schweiften über das Ufer und eilten seinem Verlauf folgend dem Wasser des Flusses voraus. Die Sonne spiegelte sich auf der Oberfläche und sie musste die Augen abschirmen, als etwas ihre Aufmerksamkeit erregte. Was ist das denn? Treibgut? Oh, liebliche Perenne! Nein! Aurea! Hector! Seht da! Der Ruf der jungen Frau schallte weit über den Fluss und schreckte damit nicht nur Aurea und Hector auf. Hastig ruckten Köpfe herum und blickten zu Vanya auf den Hügel. Sie deutete aufgeregt in Richtung Fluss. Was denn? Ach, verdamm ich noch eins, ich bin einfach zu klein. Was hat Vanya gesehen? Worauf zeigt sie da? Da treibt ein großer Ast im Fluss. Moment! Bei Travia! Da klammert sich jemand an den Ast! Kapitän Aslifson! Minko! Schnell! Da droht jemand zu ertrinken! An dem Ast! Die Person kann sich kaum noch über Wasser halten. Tut doch etwas. Aurea, beeil dich. Wir müssen helfen. Ja. Ja, natürlich. Aber du wirst doch hoffentlich nicht ins Wasser springen wollen. Wenn du dabei nicht stirbst, dann bringt dich Vanya danach eigenhändig um. Nein, bleib hier. Aurea ergriff die Hand von Hector und musste ihn mit all ihrer Kraft davon abhalten, zum Ufer zu laufen und sich in die Fluten zu stürzen. Die Rufe von Vanya und Hector hatten dafür gesorgt, dass sich die Besatzung der Miros-Treue auf dem Deck versammelte. Einige von ihnen deuteten nun ebenfalls in Richtung Flussmitte, wo der Ast von der Strömung schnell mitgetragen wurde. Selbst wenn Hector nicht verletzt gewesen wäre, die Strömung war auch für einen Schwimmer nicht zu unterschätzen. Lass los, Aurea! Die Matrosen machen nichts, wie es scheint, und irgendwer muss helfen, ich... Lass mich! Nein, Hector, ich lass dich nicht gehen. Du wirst auch sterben, wenn du gehst. Könnt ihr schwimmen, Herr von Elsternberge? Ja, natürlich. Hier, nimm mein Schwert. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig. So stark wie die Strömung ist, kann er das nie alleine schaffen, oder? Heda! Minko! Ihr müsst Leovin helfen! Bei Effert und den Zwölfen! Helft dem edlen Herrn! Seht doch, er wird auch von der Strömung mitgezogen! Ihr habt Bruder Hector gehört, Leute. Los, das Beiboot, schnell! Die Matrosen ließen das Beiboot zu Wasser und Minko und ein anderer Matrose machten sich daran, Leovin und die fremde Gestalt im Wasser zu retten. Währenddessen hastete Vanya den Hügel hinunter, wunderte sich kurz, dass sie den steilen Abhang so schnell und ohne Stürze hinter sich gebracht hatte und lief so schnell sie konnte zurück zum Schiff. Die Kälte des Wassers hatte Leovin für einen Augenblick den Atem geraubt, aber er hatte keine Zeit gehabt zu zögern, da er während dem Laufen gesehen hatte, wie der Kopf der Gestalt immer wieder unter der Oberfläche des Wassers verschwunden war und es jedes Mal länger gedauert hatte, bis er wieder aufgetaucht war. Nicht mehr lange und sie würde ganz untergehen. Auf der Hälfte der Strecke erfasste ihn die Strömung des großen Flusses und ruckte und zerrte an ihm. Das Vorankommen war nun schwieriger, wie Leovin gedacht hatte. Er musste all seine Kraft in seine Schwimmzüge legen. Die nasse Kleidung zerrte in den Fluten an ihm. Leovin keuchte vor Anstrengung. Er unterdrückte den Instinkt zurückzukehren und begann mit noch kräftigeren Schwimmzügen gegen die Strömung anzukämpfen. Und tatsächlich, er schaffte es, sich anzupassen und sich dem Ast zu nähern. Je näher ihn seine kräftigen Züge herantrugen, umso deutlicher konnte er erkennen, wer sich da mit letzter Kraft an dem Holz festklammerte. Es war ein Kind.
ein Mädchen, noch dürrer als Vanya, mit blau angelaufenen Lippen und roten Haaren, die ihr in nassen, langen Strähnen über die schmalen Schultern hingen. Rasch griff er nach ihr und drehte sich auf den Rücken, damit er ihren Kopf über Wasser halten konnte. In der Zwischenzeit war auch das Beiboot zu Wasser gelassen und bemannt worden. Minko trieb es mit weit ausholenden Ruderschlägen voran, während es ein anderer der Flussschiffer steuerte. Die Strömung zerrte auch an dem Boot und dieses Schaukeln, doch die Flussschiffer wussten damit umzugehen. Haltet durch, ich bin gleich bei euch, Herr von Elsternberge. Guter Junge, ihr müsst mir helfen. Sie ist kaum noch bei sich und ich kann sie nicht allein ins Boot heben. Ruhig, Herr von Elsternberge, wir schaffen das. Jaromir, komm, fass du unter die Schultern. Ich pass auf, dass sie sich nicht noch den Kopf anstößt. Keine ruckartigen Bewegungen. Schön sachte. So, zugleich. Geschafft. Jetzt ihr, Herr von Elsternberge, nehmt meine Hand. So, da haben wir euch beim Flussvater. Das ist ja noch ein Kind. Wie ist sie hierher gekommen? So ganz alleine. Ich weiß es nicht, Minko, aber das sind Fragen, die warten können, bis wir trocken und warm sind. Keine Ahnung, wie lange sie schon im Wasser war, aber ich bin komplett durchgefroren und mag mir gar nicht vorstellen, wie es ihr geht. Je eher wir auf dem Schiff sind, umso eher werden wir Antworten bekommen. Greif ordentlich in die Riemen, mein Junge. Nachdem Vanya das Schiff erreicht hatte, stand sie nun gemeinsam mit Aurea und Ektor an der Reling und verfolgte gebannt, wie sich das Beiboot langsam näherte. Sie alle hatten auf die Entfernung nur sehen können, wie eine kleine, schmale Gestalt mit langen roten Haaren von Leowin an Minko und den anderen im Boot übergeben worden war. Der Ritter saß über die Person gebeugt und nach dem Husten zu schließen, das an ihre Ohren drang, hatte diese eine Menge Wasser geschluckt. In Vorbereitung auf ihre Ankunft hatte Kunia ein paar große Tücher und Decken bereitgelegt. Melinka strich ebenfalls an der Reling entlang und ihr Blick pendelte zwischen Leowin und den Ausreißern hin und her. Sie wollte zu gern wissen, was sie mit Leowin auf der Hügelkuppe beredet hatten. Ihr gefiel der Sinneswandel nicht, der sich nach der letzten Nacht und dem Angriff bei ihm vollzogen hatte. Schließlich war ja ihre Chance, von diesem Schiff herunterzukommen und ein besseres Leben zu führen. Vielleicht war da sogar ein Anflug von Zorn, dass Leowin sie nicht gefragt hatte, ob sie ihn auf den Hügel begleiten wollte. Aber zunächst würde sie diese Wut herunterschlucken und stattdessen lieber besonders reizend und fürsorglich zu ihm sein. Nach ein paar Minuten hatte das Beiboot die Mirostreu erreicht und Leowin kletterte mit raschen Schritten die Strickleiter hinauf, die von der Besatzung über die Reling geworfen war. Er sah zu den drei Freunden und nickte ihnen anerkennend zu. »Du hast sehr gute Augen, Vanya. Das Mädchen verdankt dir sein Leben. Lange hätte sie nicht mehr durchgehalten. Sie ist völlig erschöpft und halb erfroren. Bardor, komm her und hilf mir, sie an Deck zu heben.« Der Matrose kam der Aufforderung augenblicklich nach und gemeinsam beugten sich die beiden Männer über die Reling, um das Mädchen von oben zu greifen, während Minko und Jaromir von unten nachhalfen. Bevor sie sie auf den Planken ablenken konnten, war Vanya bereits zur Stelle, kniete sich neben sie und schob ihr ein mehrfach gefaltetes Tuch unter den Kopf. »Legt sie hier hin! Sachte! So ist gut!« Herrje, sie ist wirklich eiskalt. Ektor, lauf du in die Kambüse und hol eine Tasse heiße Brühe für sie. Ein guter Einfall. Ich bin schon unterwegs. Aurea, hilf mir, ihre nassen Sachen auszuziehen, sonst bekommen wir sie nie warm. Ich glaube, es wäre jetzt angemessen, wenn ihr euch umdrehen würdet, Herr von Elsternberge. Und dafür sorgt, dass wir hier ein wenig Ruhe haben. Es gibt doch sicher dringendere Dinge zu erledigen, als uns hier zu begaffen. Aber selbstverständlich, Fräulein Vanya. Ihr habt es gehört, Männer. An die Arbeit. Die Rettungsmission ist beendet und das Schauspiel vorbei. Wie er sich von diesem dürren Ding herumkommandieren lässt. Unglaublich. Leowin,
Du hast sie gerettet. Ein wahrer Held eben. Aber du zitterst ja, mein Lieber. Hier, komm her. Da hast du eine Decke. Melinka war gerade im Begriff, nach einer der Decken zu greifen, die neben Vanya lagen, als sich eine Hand fest um ihr Handgelenk schloss. Aurea sah ihr direkt in die Augen. Ich glaube, ihr geht besser selbst eine Decke holen. Diese werden hier gebraucht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn uns jetzt bitte nicht weiter stört. Ja, du hast recht. Komm, Leovin, wir gehen. Ich komme sofort. Sag mir bitte Bescheid, wenn es dem Mädchen soweit wieder gut geht. Ich würde gerne wissen, wie es dazu kam, dass sie im Fluss gelandet ist und woher sie kommt. Er legte Aurea noch schnell eine Hand auf die Schulter und machte sich dann auf, um Melinka zu folgen. Und die beiden verschwanden unter Deck. Kapitän Aslifsson hatte die ganze Szene schweigend beobachtet und schüttelte leicht mit dem Kopf. Nachdem die Ertrinkende jetzt auf dem Schiff war, gab es keinen Grund, hier noch länger zu verweilen, und er erhob die Stimme. Das war saubere Arbeit, Männer. Aber jetzt ist es Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Minko und Jaromir, holt das Beiboot ein! Gunnar und Katja, macht die Leinen los! Bador, bring uns wieder in den Wind! Bis zu diesem Moment war die Besatzung um Vanya, Aurea und das Mädchen herumgestanden, aber plötzlich kam Bewegung in die Männer und Frauen, und sie zerstreuten sich, um ihren jeweiligen Aufgaben nachzugehen. Vanya holte tief Luft und die Anspannung, die sie noch gar nicht so bewusst wahrgenommen hatte, fiel von ihren Schultern. Mit einer hochgezogenen Augenbraue sah sie zu Aurea, die ihren Blick nicht von dem Mädchen abwenden konnte, und Aurea, einen harten Zug alles um in den Ordnung Mund mit trug. Dir? Was war das gerade mit Melinka? Also, du hast natürlich absolut recht. Aber die Art und Weise? So kenne ich dich ja gar nicht. Das Mädchen hier hat Furchtbares durchgemacht. Ich will gar nicht wissen, wie lange sie im Wasser war und welche Angst sie ausgestanden haben muss. Und dann kommt diese Frau. Und es kümmert sie gar nicht, dass ein Kind fast ertrunken ist. Das hat mich einfach sehr, sehr wütend gemacht. Wie alt mag das Mädchen wohl sein? Ich tue mich da bei euch Menschen immer ein wenig schwer. Oh, ich hatte ganz vergessen, wie schlimm der Gedanke ans Ertrinken für dich sein muss. Aber sie ist jetzt hier in Sicherheit. Hörst du? Sie hat das Schlimmste überstanden. Aber sie braucht immer noch unsere Hilfe, deine und meine. Ich würde sagen, sie hat maximal 10 Götterläufe gesehen. Schau dir ihre Arme und Beine an. Ein Teil der Verletzung sieht aus, als wäre sie durch eine Dornenhecke gelaufen. Schau mal, hier steckt sogar noch ein Dorn im Fleisch. Aber diese Striemen hier und die Spuren auf dem Rücken? Irgendwer muss sie misshandelt haben. Das sieht aus wie Peitschenspuren. Wer würde das denn einem Kind antun? Vielleicht ist sie eine Magd und war frech zu ihrem Dienstherrn. Oder sie hat ihn bestohlen. Du sagst das so ruhig, als wäre das etwas ganz Alltägliches. Das nicht, aber es kann durchaus vorkommen. Großmutter hat mir davon erzählt. Sie hat das mit eigenen Augen gesehen, als sie auf Wanderschaft war. Aurea, wir sind in Erlenruh ziemlich beschützt aufgewachsen. Es gibt anderswo genügend Kinder, die sich kaum, dass sie laufen können, ihr Brot selbst verdingen müssen. Und man geht nicht unbedingt zimperlich mit ihnen um, da es mehr als genug davon gibt. Das ist bei euch Zwergen etwas anders, nicht wahr? Aurea nickte nur stumm. Sie kniete sich nun ebenfalls neben das Mädchen und strich ihr sachte über die Haare. Tränen glitzerten in ihren Augen. Vanya griff nach ihr und drückte ihre Hand. Hey, zuerst versorgen wir sie und dann finden wir heraus, wer das war. In Ordnung? Vanya und Aurea halfen dem Mädchen aus dem verschlissenen und vielfach geflickten Hemd und der knielangen Hose, die auch schon bessere Tage gesehen hatte, und wickelten sie in eine Decke. Die Verletzungen waren sicher sehr schmerzhaft, aber nicht allzu schwerwiegend. Vanya machte sich mehr Sorgen darüber, dass das Mädchen so unterkühlt war. Sie hatte kein Wort gesagt, seit sie an Bord war, und wirkte völlig abwesend. Vielleicht würden ihre Lebensgeister zurückkehren, wenn sie sich ein wenig stärken konnte.
Und wie auf ein Stichwort kam Ektor auf sie zu und balancierte eine dampfende Schale in den Händen. Mit einem einnehmenden Lächeln ging er vor dem Mädchen in die Hocke und hielt ihr die Schale hin. So, eine heiße Brühe für das Fräulein vom großen Fluss. Greif ruhig zu, sie wird dir gut tun. Das Mädchen wich mit weit aufgerissenen, entsetzten Augen vor Ektor zurück. Panisch ruckte ihr Kopf hin und her, als würde sie einen Fluchtweg suchen. Oha, schon gut, ich wollte dich nicht erschrecken. Pass auf, ich stelle die Schale einfach hier ab. Siehst du, du hast nichts von mir zu befürchten. Nicht trinken, nein! Das ist Ektor. Er ist ein Freund von Vanya und mir. Er begleitet uns und ist unser Beschützer, so hat es seine Göttin gewollt. Er dient Travia, weißt du? Die Worte schienen nicht den gewünschten Effekt zu haben, und das Mädchen wurde immer unruhiger und stieß die Tasse mit der Brühe mit ihren Füßen um. Ihr Atem ging stoßweise und sie hob abwehrend die Hände vor sich. Nein, geh weg! Nicht wehtun! In Ordnung. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Ich glaube, ich lasse euch lieber alleine, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich eine solch furchteinflößende Wirkung habe. Ich werde ein Gebet für die Kleine sprechen. Wenn wir nur herausfinden könnten, was ihr zugestoßen ist. Aber bevor du gekommen bist, war sie völlig apathisch. Als Ektor sich entfernt hatte, ließ die Panik, die das Mädchen ergriffen hatte, sichtlich nach. Aurea streckte vorsichtig eine Hand nach ihr aus, und als sie nicht von ihr zurückwich, ließ sie sie auf ihren Arm sinken und streichelte ihn sanft. Mit jedem Augenblick, der verstrich, sah das Mädchen weniger aus wie ein gehetztes Tier. Vanya beobachtete und wartete ab. Ihre Freundin hatte schon immer gut mit Kindern umgehen können. Nach einer Weile ließ es das Mädchen zu, dass Aurea sie vollständig in die Arme nahm und ihr den Kopf streichelte. Die Zwergin sprach leise auf sie ein und versicherte ihr immer wieder, dass ihr hier nichts zustoßen würde. Das Mädchen fing an zu weinen. Irgendwann wurden die Tränen weniger und gingen in ein Schluchzen über. Geht es dir jetzt ein wenig besser? Magst du mir deinen Namen sagen? Brynwen. Das ist ein sehr schöner Name. Nun, Brynwen, kannst du mir erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir dich im Fluss treibend gefunden haben? Was ist dir zugestoßen? Ich bin weggelaufen. Weggelaufen? Wovor? Ganz ruhig. Das ist nur Vanya. Siehst du? Sie ist ganz lieb. Sie hat dich zuerst gesehen und wir haben dich dann gerettet. Sie tut dir nichts. Vanya? So hieß meine Freundin auch. Hallo, Brynwen. Ich tu dir nichts. Aber was hast du da gerade gesagt? Sie kommen? Wer sind sie? Aurea und Vanya befragten Brynwen, so gut sie konnten, und obwohl diese immer wieder in ein Schluchzen verfiel, erzählte sie nach und nach, was ihr passiert war. Dass sie eingesperrt worden war in einem turmartigen Gebäude, dass der böse Robenmann sie und andere Kinder gefangen gehalten und an ihnen merkwürdige Experimente vollzogen hatte. Sobald sie von seinen Tinkturen getrunken hatten, wurden die Haare weiß, so wie bei alten Menschen, und die Kinder fühlten sich elend, schwach und alt. Brynwen erzählte von den Schwarzpelzen und von den Soldaten, die dem Robenmann halfen. Dann erzählte sie von ihrer Flucht, dass sie es geschafft hatte zu entkommen, in einem unachtsamen Moment den Soldaten entronnen, dass sie gelaufen war durch den Wald, bis sie am Fluss angekommen war, gejagt von Hunden. Beim großen weißen Felsen, da war sie in den Fluss gesprungen. Und den Rest, den konnten sich Aurea und Vanya zusammenreimen. Minko, du bist doch bestimmt schon öfter den Fluss rauf und runter gefahren, oder? Ja, das bin ich. Gibt es hier eine Stelle mit einem großen weißen Felsen? Direkt am Fluss. Lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, ja.
ein paar Meilen flussaufwärts. Da müssen wir hin. Nun, da kommen wir sowieso vorbei. Gut. Aurea, wir sollten da von Bord gehen und den Spuren von Brynwen folgen. Die kannst du doch bestimmt finden, oder? Ich weiß nicht, Vanya. Ich... Bestimmt kann ich Spuren finden, wenn sie niemand verwischt hat. Aber so ganz allein zu einem Turm mit Orks und Soldaten? Sollten wir Brynwen nicht erstmal nach Hause bringen? Sie fragten Brynwen, wo sie zu Hause sei, und sie antwortete. Minko kannte das Dorf sogar. Es lag 2 Tagesreisen flussaufwärts. Ein langer Umweg, wenn man die anderen Kinder retten wollte. Nach einiger Zeit traute sich Ektor auch wieder zu den Zweien. Vanya brachte ihn auf den neuesten Stand und alle entschieden, den Kapitän zu bitten, an dem weißen Felsen anzuhalten. Vanya war fest entschlossen, den Kindern zu helfen. Tut mir leid, kleines Fräulein, aber ich habe Termine, die ich einhalten muss. Ich kann euch keine Matrosen mitschicken, wenn wir dort anlegen. Durch den Angriff haben wir schon unsere Steuerfrau verloren und wir haben gefangene Piraten an Bord. Jede Schwächung meiner Crew wäre schwer zu verkraften. Aber ihr dürft gern von Bord gehen, wenn ihr wollt. Aber was machen wir, wenn wir da sind? Ich meine, ich bin immer noch verletzt und wenn da wirklich Soldaten sind... Oh je, Barondra, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht sollten wir lieber Hilfe holen. Du hast den Kapitän ja gehört. Matrosen kriegen wir nicht als Unterstützung. Und die anderen Kinder so lange im Stich lassen? Was würde deine Göttin dazu sagen, Ektor? Was soll das heißen? Meine Göttin. Nein, ich meine... Ach, was können wir denn tun, Vanya? Na, wir nehmen einen Ritter mit. Das tun wir. Den Herrn von Elsternberge? Wen denn sonst? In diesem Augenblick traten Melinka und Leowin herbei. Leowin fragte besorgt nach dem Befinden des Mädchens und ob alles in Ordnung sei. Nichts ist in Ordnung. Das Mädchen wurde mit anderen Kindern entführt und aufs Schlimmste misshandelt. Der Kapitän kann keine Männer entbehren, um mit uns nach den Kindern zu sehen. Das klingt ja furchtbar. Was kann man da denn machen? Ist es nicht eine rondrianische Vorschrift, den Schwachen zu Hilfe zu eilen, Herr von Elsternberge? Ja, das ist es wohl, Bruder Ektor. Aber woher wollt ihr wissen, wo wir suchen müssen? Brynwen, so heißt das Mädchen. Sie hat uns den Ort beschrieben, wo sie in den Fluss gesprungen ist, um ihren Verfolgern zu entkommen. Minko hat den Ort wiedererkannt. Wir werden bald daran vorbeikommen. Der Kapitän wird uns rauslassen und wir suchen die anderen Kinder. Aurea wird Brynwens Spur schon finden. Ihr selbst habt vorhin bewundert, wie gut ihre Augen sind. Das habe ich. Und sie ist in der Tat begabt. Was erwartet uns denn dort? Hat die Kleine was erzählt? Sie hat uns erzählt, dass ein Mann in einer Robe bösartige Dinge mit ihr und den anderen Kindern angestellt hat. Es klang wie schwarzmagische Rituale oder so. Ja, da müsst ihr als Ritter uns doch helfen. Oder? Bitte. Du hast sie doch Schwarzpelze. Und soll... Aua! Warum trittst du mich, Vanya? Oh Mann, Ektor! Ja, da gibt es auch noch Soldaten und Orks. Soldaten? Orks? Ein Schwarzmagier bei den Zwölfen, die armen Kinder. Du hast doch nicht ernsthaft vor, gegen eine Horde Orks, einen Magier und einen Soldatentrupp zu ziehen. Zusammen mit einem verletzten Novizen, einer Zwergin und der da. Leowin, sei vernünftig. Das geht nicht. Ich hab auch einen Namen, du... Ja, ja. Vala oder so. Egal, das ist zu gefährlich. Meine liebe Melinka, das Fräulein heißt Vanya. Und sie ist eine außergewöhnliche Heilerin, wie du bemerkt hast. Das Fräulein Pottbrauer ist eine herausragende Spurenleserin, soweit ich das eben sehen konnte. Und Bruder Ektor hier hat gestern mit nur einer Pfanne bewaffnet den Angriff von Flusspiraten abgewehrt. Ich denke, die drei sehen nach mehr aus, als es den Anschein hat. Ich lass dich nicht allein in den sicheren Tod laufen. Und schon gar nicht mit der da. Vanya heißt sie. Vanya. Und wenn du solche Angst um mich hast, dann begleite mich doch. Oh, bitte nicht. Was soll sie denn machen, die Soldaten mit ihrem Hintern ablenken? Neidisch. Ha, in deinen Träumen vielleicht. Jetzt hört doch mal auf.
Es geht um das Leben von Kindern und ihr streitet euch um Hinterteile? Bei Travia, Schluss damit! Die Götter gebieten, dass wir den Hilflosen beistehen müssen. Nicht wahr, Herr von Elsternberge? Jawohl. Kapitän, ich verstehe, dass ihr keine eurer Seeleute leichtfertig entbehren könnt. Aber hört mir zu, ihr guten Leute. Im Namen Travias und der unsterblichen Zwölf spreche ich zu euch. Es ist unsere Menschenpflicht, etwas zu unternehmen. Meine Freunde und ich werden, und ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich sage, die Kinder retten. Jeder Mann oder jede Frau, die uns unterstützen kann gegen die Schwarzpelze, Soldaten und den bösen Magier, möge vortreten, um diese göttergefällige Tat zu besiegen. Und ich persönlich werde euch den Segen Travias spenden für eure Heldentat. Betretenes Schweigen machte sich breit. Viele Matrosinnen und Matrosen duckten sich unter dem strengen Blick des Kapitäns oder wendeten sich ab. Niemand machte Anstalten, sich zu melden oder vorzutreten. Sogar Minko konnte Ektor und Vanya nicht in die Augen sehen, und man merkte ihm an, wie weh es ihm tat, sich abzuwenden. Kommt schon, ihr wollt uns alleine ziehen lassen? Was seid ihr nur für ein Haufen Feiglinge? Schämt euch, alle! Bei Rondra, mein Schwert habt ihr. Irgendjemand muss ja helfen. Beim Flussvater. Wir werden unsere Götterpflicht erfüllen, Bruder Ektor. Wir werden in Appelquell Hilfe rufen und zu euch schicken. Aber niemand von uns wird euch begleiten können. Feiglinge, allesamt! Vanya, bitte. Sie haben sich entschieden. Die Götter werden entscheiden, ob ihr Vorgehen das Richtige ist. Wenn Leovin geht, gehe ich auch. Und vertrete die Interessen der Miros treu. Damit keiner sagen kann, Kapitän Aslifson und seine Crew hätten nicht sofort geholfen oder wären feige. Ja. Wenn du gehen willst, Melinka, hast du meinen Segen. Geh und unterstütze die Fremden bei ihrer Mission. Das werde ich. Na, dann ist das ja eine fabelhafte Unterstützung. So soll es denn sein. Mögen die Zwölfe mit uns sein.